Schönen guten Abend, ihr spröden Stalker-Stiefel. Willkommen zurück bei True Stalker. Oh, ich muss euch mal ein bisschen weiter ranholen. Ein Ticken. So, ja, ich stand gerade am Ladebildschirm, dass unsere Einheit beauftragt wurde, die Störung am Yantasee zu untersuchen. Wir haben eine AS-Wahl. Einen schicken Sportanzug. Oh, einfach eine top Grundausrüstung. Jetzt bin ich ja gespannt. Das ist ja krass, wie es einfach aufgehört hat mit X. Mit uns da so einen fiesen Bruch zu machen. Und jetzt spielen wir mal eine Runde in Soldaten. Ich denke oder hoffe nur kurz, ne? Weil das ist immer ärgerlich, weil wir haben jetzt so lange X gepimpt. Oh, wir müssen noch weiter nach oben. Und ausgerüstet. Oh, der hat ja echt viel Scheiße durchgemacht. Das ist ja fast schlimmer als Dietmar Doppelkorn. Wie frisch die das hier gemacht haben, damit es aussieht wie ein Forschungsinstitut, ja? Voll geil. Ein schöner alter Oberst. Schön mit grauem Haar. Really good. Möchte mir mal noch kurz umschauen. Ja, vielleicht ist das jetzt auch einfach so ein Part, wo du jetzt gar nichts groß machen kannst, ne? Guck mal hier. Er hat Stalker Call of Pribert installiert. Guten alten Mozilla. Ey, Skype drauf. Und unten Shadow of Chernobyl. Kann ich noch zoomen irgendwie? Warte mal. Waffen darf ich nicht rausholen? Krass. Ist das bei allen Rechnern gleich? Nee. Ah, hier sitzt auf jeden Fall ein Profi an dem Rechner. So, was kann ich tun? Also beginnt Oberst. Man erkennt einen alten Oberst, das ist einfach so. Du hast für mich gerufen. Das habe ich. Wie läuft das in der Einrichtung? Wie behandeln sie dich? Schlecht. Ist es das, was du mit mir besprechen wolltest? Pass auf. Oder ich lasse dich die Maisfelder bewachen, bis dein Vertrag ausläuft. Wenn du rausgehen willst, darfst du rausgehen. Bist du bereit für diese Mission? Ich bin immer bereit. Willst du gar nicht fragen, was du eigentlich machen sollst? Ich bin es leid, immer dieselben Gesichter zu sehen. Ich habe meinen Vertrag unterschrieben, um in der Zone zu arbeiten. Nicht um Wege beim Agroprom zu pflastern. Ich werde dir nicht sagen, dass du dir selbst eingebrockt hast. Du weißt es ganz genau. Sprich mit Professor Wulkow und er wird dir alles erzählen. Professor Wulkow. Du weißt doch, was vor einem Monat in Yatta passiert ist. Jeder weiß das. Der Ort ist überflutet. Die Wissenschaftler sind tot. Wir würden gerne glauben, dass es da noch Überlebende gibt. Wenn nicht... Mein Gott, ich hoffe nicht. Dann ist unsere Forschung für uns von größter Bedeutung. Wir müssen alle Objekte, die für uns von Interesse sind, aus dem Bunker holen. In letzter Zeit hat Professor Sacharow einige sehr interessante Studien durchgeführt und ich hoffe, dass seine Ergebnisse nicht dort zurückgelassen wurden. Oder schlimmer noch, in die Hände von Stalkern gefallen sind. Was sind unsere genauen Ziele? Untersuche die Situation, rette alle Überlebenden und sammle die Forschungsergebnisse. Es ist auch wichtig, dass wir uns ein vollständiges Bild von dem Vorfall dort machen. Wir wissen nicht das Geringste darüber, was wirklich passiert. Okay. Du bekommst sie im Laufe der Operation. Also im Laufe der Operation gibt es weitere Infos. Also, okay. Ist alles klar, du wirst im Morgengrauen ausrücken. Also rüste deinen Trupp aus. Dafür bekommst du eine besondere Ausrüstung. Und ein zusätzliches Mitglied. Warum noch einer? Wie viel werden das schon schaffen? Wer ist dieser Mann eigentlich? Dmytro Kowal. Er ist ein ehemaliger Stalker. Weiß eine Menge über anormale Formationen. Es kann nicht schaden, einen Spezialisten an deiner Seite zu haben. Kowal? Eine fragwürdige Person. Ich bin sicher, wir kommen auch ohne ihn zurecht. Abgelehnt. Kova geht mit dir. Und damit ist die Sache erledigt. Noch etwas. Ich glaube, dir ist klar, dass du auf keine Überlebenden stoßen wirst. Konzentriere dich darauf, die Daten der Wissenschaftler zu finden und dann verschwinde von dort.
Woher wissen wir, dass es keine Überlebenden gibt? Wir haben ein Notsignal empfangen, als die Kacke am Dampfen war. Es wurde still und niemand hat versucht, Funkkontakt herzustellen. Ich bezweifle, dass es jemand geschafft hat. Ich habe verstanden. Erlaubnis zu wegtreten, Sir. Gewährt, Leutnant. Удачи вам, парни. Вся надежда на вас. Если еще понадобишься, я с тобой свяжусь. Ich bin ein Leutnant. Ein mächtiger Leutnant. Aber hier, nee, ich habe gedacht, ich habe hier irgendwie meinen Namen zu stehen. So, der Trupp hängt bestimmt in der Kneipe ab. 93, 94, 95. Ну давай, давай шустрее. Наелся тушенки или двигаешься? Если бы ты еще помалкивал, было бы проще. О, командир, здорово. Hey Boss. Hallo, wie ich sehe, trainierst du hier? Gut gemacht. Du verschwendest keine Zeit. Was gibt es sonst noch zu tun? Wir verbrennen hier in der Sonne. Welche Sonne, Alter? Ich habe gehört, der Oberst hat dich gerufen. Haben sie uns wirklich etwas Besseres anvertraut, als Expedition zu bewachen? Das haben sie. Morgen früh fliegen wir zum Yantasee. Der mobile Bunker ist dort überflutet, bla bla bla. Konzentriere dich, Forschungsdaten zu finden. Wach auf, Sky. Beende dein Training, mach dich auf den Weg. So, dann müssen wir noch mit dem anderen reden. Mit Koval, genau. Der Oberst hat darauf bestanden, dass er mitkommt. Aber ich habe keine Ahnung. Warum? Ich werde herausfinden, was das für ein Typ ist. Klingt für meinen Geschmack zu schmierig. Wir machen ja nicht so viele Gedanken darüber. Wir holen unsere Ausrüstung. So, das ist also mein Squad hier. Was sagt die Karte? Warum müssen wir denn dahin Ausrüstung holen? Die Verstecke bleiben trotzdem bestehen? Ich weiß noch nicht, wie ich das gerade finden soll, ne? Ich habe jetzt ja keinen Bock, hier irgendwie was zu investieren in den Charakter. Wenn mir meiner einfach weggenommen wurde. Ach Gott, Alter. Krieg ja fast weglassen, das Visier. Was ist das denn? Warum ist das heute eigentlich so dunkel hier? Koval rein. Militär. Oh, hey. Hat der Oberst es dir nicht gesagt? Morgen früh geht es mit meiner Truppe nach Yanta. Er hat es mir erzählt. Was zum Teufel machst du denn noch hier? Ich bin bereit für den Flug, reg dich nicht auf. Die Frage bleibt, was du hier machst. Warum ist das wichtig für dich? Von diesem Moment an bin ich dein befehlshabender Offizier. Wenn ich dich etwas frage, antwortest du. Wenn ich dir einen Befehl gebe, führst du ihn aus. Verstanden? Verstanden, verstanden. Ganz ruhig. Ich wollte mir nur die Beine vertreten. Wir haben noch viel Zeit, bevor wir aufbrechen. Du kennst unser Ziel? Der Oberst hat mir einen kurzen Überblick gegeben. Gut, wir besprechen die Einzelheiten auf dem Weg nach Yanta. Mach dich bereit und melde mir alle Bewegungen. Wenn du dir die Beine vertreten oder pinkeln willst, melde dich bei mir ab. Oder meldest du dich bei mir, klar? Klar, Kommandant, klar. Wir sehen uns vor Sonnenaufgang. Ist die einfach so Stalker anheuern? Ich meine, macht ja Sinn, ne? Wenn du da so ein paar Leute in den Reihen hast. Ist ja sowieso alles
korrupt hier. Irgendwas, ich weiß nicht, ich hab ja nichts verändert eigentlich, ne? Aber ist mir irgendwie ein bisschen zu düster. So, dann hauen wir uns jetzt auf Ohr, wa? Müssen ja morgen früh raus. Ah, ich dachte, ich bin schlau hier hinten rum. Nein, nein, nein. Ich muss wirklich einfach pennen gehen. Ну, приходим мы на место, а эти ботаники встали как вкопанные и говорят: давайте вы первые разведайте тут все, а потом мы уже оборудование свое расставим. Ну, я и говорю, мы вас до постройки довели, а дальше сами. Не наша забота. Сами туда и лезьте. Не, ну а что, я не прав, что ли? Ну, а ученый и ляпнул. Кто в здание войдет, гарантирую прибавку. Алифан как это услышал, автомат за спину и полез. Я говорю, стой, дурак, болт хоть кинь. Он уже одной ногой там был. Но болты достал. Раскидал по сторонам. Вроде все чисто было. Я еще у себя в голове прокрутил. Типа, во я дурак, сейчас бы прибавку получил. Хоть семье бы что отправил. И тут бац! Мужики, давайте потише там, а? Ну, короче, залез он туда. Поворачивается к нам. Говорит, все нормально, можете заходить. Ученые только шаг делают, а Алифан на глазах рассыпается на кости. Мы хватаем ученых и назад. Говорю, идите вы в жопу. Если хотите, оставайтесь, а мы валим. И вот черт ее знает, что это там такое было. Вроде как ботаник говорил, временная аномалия. Зайдешь в такую, вмиг постареешь. А в том здании так и валяется теперь броня, кости и ствол этого. Да уж. А еще слышали? Идем мы как-то с научниками об дорогу на свалке. Krankes Zeug. Klang echt gruselig. Aber war gut. Ja, was man so aus diesem Stalker-Ding machen kann, ne? Ah, da wächst schon wieder heiß auf Stalker 2. Warum sind die alle verreckt, wenn es überschwemmt ist? Da muss ja ein bisschen mehr passieren, oder? Все, мужики, мы на месте. Предлагаю тут и обосновать временный лагерь. Здесь высоко, хорошо просматривается вся местность. Скай, останешься с пилотом. Пока нас не будет, подготовьте мобильный штаб. Надеюсь, ты сможешь подключиться к спутнику. Чтобы мы были в курсе всего происходящего на этой территории. Остальные двигаемся вместе к мобильному бункеру. Будьте начеку. Погнали. Die obligatorische kleine Runde hier dreht zum Umdrehen. Der Yantasee. Das mobile Labor der Wissenschaftler erreichen. Oder so, das Top-Zelt hier. Einfach nur ein Wachposten war. Damit du nicht nass wischt. Die Jungs sind aber fix unterwegs hier. Ich hab die Jutenmänner diesmal. So eigenartig hier als Militär zu sein, ja? Und es gibt ja nur noch andere Gebiete laut Karte. Musst du ja mal überlegen. Ist ja hier eins noch ja nicht erforscht. Mal gucken. Das ist halt meine Frage. Also da muss ja irgendwie mehr passiert sein.
Jetzt sterben wir nicht, Leute, weil ihr über die Stiefelkante Wasser läuft. Auf Sprengen, oder was? Пока смотрим двор. Was werden wir in der Zwischenzeit machen? Wie sehen wir aus? Ich sag das gerade. Wir haben schon cool gemacht, die Artworks. Alter Herr, Aufzeichnung des Stalkers Witjak, dessen Leiche in der Nähe des Bunkers der Wissenschaftler in Janta gefunden wurde. Guck mal hier, haben wir gestern mit Jurok das Hirn vernebelt. Bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe mich noch nicht so beschissen gefühlt. Das kennen wir ja irgendwo, ja? Ich stoße ein Kleingeld zusammen, Versager, trinke Wodka und höre mir verrückte Geschichten an. Das war am 8. September. Auf Schnorkjagd gehen und so weiter. Ich habe es geschafft, vor dem Winter etwas Geld zu verdienen und bin jetzt wieder draußen. Ich werde die kalten Monate rumkriegen. Und im Frühling wieder hier sein. Okay, so, einen Tag später. Im Cordon Halt gemacht, um Jurok zu treffen. Aber er war nicht im Dorf. Und das einige Stalker in die dunkle Schlucht geführt hat. Habe ihm Wodka als Geschenk da gelassen. 4. März. Zurück in Janta. Die Wissenschaftler arbeiten im Projekt. Die Fabrik ist abgeriegelt und sie lassen mich nicht mehr hinein. Alle sind mit irgendwas Großem beschäftigt. Ich muss die Krümel aufsammeln. Er arbeitet als Bunkerwächter. Und irgendwie habe ich Kopfschmerzen. Vielleicht wirkt das Frühjahrsloch noch nicht. Okay. Ach, hoch. Nicht Loch. Die Mutantenaktivität ist viel höher. Das ist jetzt schon wieder einen Monat weiter. Die Mutantenaktivität ist viel höher. Wir können sie kaum aufhalten. Man hat uns zusätzliche Wachen versprochen und bis sie eintreffen, müssen wir den Bunker rund um die Uhr bewachen. Gut, dass sie unseren Lohn erhöht haben. Aber wenn das so weitergeht, schwöre ich, dass ich raus bin. Dann nochmal knapp einen Monat später. Was haben die Eierköpfe in dieser verdammten Fabrik vor? Mir brummt der Schädel. Und allen anderen geht es genauso. Ich habe mich entschlossen, gleich morgen früh zu gehen. Ich schnappe mir meine Bezahlung und gehe zurück zum Cordon. Okay. Hat das denn mit diesem Artefakt zu tun? Vielleicht? Guck mal, hier liegen Haufen tote Stalker. Alter, die sind verbrannt? Ah ne, das sind Schnorks. Okay. Da hinten gibt es auch noch Hinweise anscheinend. Guck mal, wie viele Mutanten hier liegen. Boah. Auch ein schönes buntes Portfolio. Да уж, не сладко им тут, видимо, пришлось. Вряд ли кто-то мог уцелеть после такого. Ja, wenn die alle aggressiv sind, die Sau, ja?
Окей. Ja, was ist hier passiert? Sollen wir langsam die Tür aufmachen, Herr Kunde? Ja, auch interessant, ja? Da kommt man auch in keinem Spiel rein. Ist mal heftig, dass man so lange warten muss, wenn man wen untersuchen will. Ach, der ist doch zerrissen. Ich hab gedacht, ich hab mir verguckt. Alter. А вот и первый 200-й ученый. И что его могло так разорвать? Wie ist denn der Kollege? Freeman, Alter. Dran. Я вскрыл дверь. Двигайте сюда. Was heißt das jetzt? Ich kann das ja nicht lesen. Warum hat man das jetzt in so einer Sequenz? Sind Zombies drin, Alter. Hurra! Stimmung ist ganz schön. Der ist speziell. Можно заходить. Ich habe die Tür aufgebrochen. Sieht aus, als hätten die Wissenschaftler versucht, sich vor den Mutanten zu verbarrikadieren. Man kann nichts erkennen und dieser Gestank scheint aber ruhig zu sein. Ich kann etwas sehen. Zusammen da reinzugehen wäre keine gute Idee. Ich gehe voraus, während der Rest hier bleibt. Verstanden. Ich bin immer weg. Bleiben Sie hier und seien Sie auf der Hut. So, von der Zeit gehen hier die Zombies raus. Verbarrikadiert sieht anders aus, ne? Alter. Da lebt der neue Sasarov. Oh! Einzelschuss bitte. Oh, hab ich Schreck gekriegt. Schnork, der einen Stalker angefallen hat. Eine Dusche. Bestimmt ist die einfach nur, war nur der Abfluss voll in der Dusche. Das ist das Problem hier. Oh, Munition für mein... Komm schon. Um so ein Strahlmedikamente. Ja, da. Verschiedene Aufzeichnungen, die Professor Krugloff gehörten. Ah, das ist Professor Krugloff. Die kennt man ja Tatsache, ne? Das finde ich ganz cool. Wie mega lange die hier geforscht haben müssen. Soldat. Keine Artefakte drin. Schleierne Spudder. Leutnant Struchalin. Das ist noch gutes Zeug hier im Lager. An die Mutanten gefressen, ne? Aber wir haben noch zwei Medikits hinten. So, okay.
Das ist heftig, ne, zu sagen, ja, Sacharow und so sind jetzt tot. Zombifiziert. Ist er. Scheinen die letzten Gedanken von Sacharow zu den Vorgängen in den Bunkern. Können wir die lesen? Schade. Hier ist noch PDA. Noch mehr Dokumente. Dokumente. Ein Laufwerk. Ja, ja, ja. Alle Daten einsacken hier. Festplatte entfernen. Oh, nicht schlecht. Einfach ohne sonst was zu tun rausgezerrt. Und hier noch eine Festplatte rausziehen. Zack. Laptop. Aber fleißig Daten gesammelt. Nichts davon kann ich mir angucken. Ну, что в бункере творится? Wie ist es gelaufen? Wir haben da drin Schüsse und Geräusche gehört. Ich musste die Assistenten ausschalten, sie waren zombifiziert. Ich habe einige Daten gefunden, die uns alle Antworten geben könnten, die wir in diesem Höllenloch brauchen. Wie geht es dir? Es ist ruhig, zu ruhig. Wir haben Anzeichen eines Blutbades im Bunker gesehen. Das Lager muss von Mutanten überrannt worden sein. Keine Lebenszeichen. Ja, ist echt extrem ruhig hier, ne? Ist wohl das Beste. Wir gehen zurück zum Lager. Wir müssen herausfinden, was für Informationen sie ausgegraben haben. Sobald wir gefunden haben, was wir brauchen, gehen wir zurück zur Basis. Alter. Ja, muss herausfinden, was in der Fabrik denn noch los ist, ja? Mal kurz hier bei den Zombies räuchen. Kann einer von euch kyrillisch? Das sieht böse aus. Ich will weg hier. Oder ob einer diese Zielfeld da drin verstärkt hat. Und die Mutanten dadurch verrückt geworden sind im Umkreis. Wer drin steht. Keine Überlebenden. Nicht mal Mutanten. Was fängt die Drohne auf? Nicht das Geringste. Ich sehe überhaupt keine Aktivität. Weder Mutant noch Mensch. Mutant kommt hier. Habe ich gerade durch den Zelt gebastelt im Englischen. Mutant. Das gefällt mir nicht. Ich habe die Daten aus dem mobilen Bunker mitgebracht. Wenn du es schaffst, sie zu knacken, können wir uns überlegen, was wir als nächstes tun. Und wonach wir suchen sollen. Das ist alles sehr merkwürdig. Die Tatsache, dass nichts zu sehen ist, ist noch beunruhigender als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Das haben wir alles abgegeben. Er wird jetzt mit der Entschlüsselung loslegen. Mach weiter, je schneller wir raus sind, desto besser. Jetzt haben wir hier eine Kiste. Командир, я сейчас наблюдаю за окрестностями и кажется, что я что-то видел. Что-то странное. Okay, ist eine Extra-Kiste. Jetzt krass gewesen, wenn da mein ganzes Ex-Zeug drin gewesen ist. Mein Ex-Zeug. So, lass sie sehen. Sie selbst, da drüben im Sumpf, ist Rauch. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Sieht für mich nicht nach einer Anomalie aus. Kommandant, es ist, als ob jemand eine Rauchgranate an einer Schnur festhält. Ich verstehe. Ich habe vom Oberst gehört, dass unsere Grünschnäbel die Anomalien sehr, sehr gut kennt. Ich werde ihn mitnehmen und das überprüfen. Kommen wir mit? Nein, bleib im Lager und warte, bis die Daten in der Schüssel sind. Während ich diesen Kowal auf die Probe stelle. Wenn die Dinge heiß werden, muss er zuverlässig sein. Alles klar, ich im Bärchen.
mit Koval, unserem neuen Kameraden, checken wir nächste Runde aus. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dann begrüße ich euch an diesem unheimlichen Ort wieder in der nächsten Folge von True Stalker. Haut rein, Leute.